Okay. So, mach mal hier zwei Raikus. Mit Glück sei, richtig saftig. Wir sind alle, ja. Okay, die Leute zählen noch ab, ob alle da sind. Glück sei, nicht verschwenden. Letzte Sekunde erst zünden. Gibt's Bescheid, wenn der reingeht? Ja. Was ist? Zünde noch ein Ei. Ja, bleib mal. Okay. So. Los geht's. Besiegt, ich hab nicht hingeschaut. Bonbon, ist gut. Ja, ich brauch das andere Tier. Ja, immer gut. Ein paar Tränke, ein paar Beleber, okay. 20.000, wegen Glück sein. So, schnell fangen und dann zum nächsten und dann ein bisschen entwickeln. Glück sein, nicht verschwinden. Oh Gott, ist das schlecht. Ah, Kreis zu klein. Nicht gut. So. Puh, der hüpft aber viel. Okay. So. Mit ein bisschen mehr Schwung. Nicht mal gewackelt und. Das war der letzte Versuch mit Gelber, danach wechsle ich auf Gold. Ja, Mann. Ich habe genug Goldene erstmal. So. Alle noch fleißig am Fangen? Nee. Ups. Falsche Berge. Wir schwenden zu viel Zeit. Können wir eigentlich mit Entwicklung verbringen. Und? Komm, bleib drin. Ah, komm. Schade. Excellent. Alter. So. Das fängt ein bisschen zu laggen, ist nicht gut. Und? Yes! Drin. Jetzt können wir mal deinen Versuch ausprobieren. Jetzt gehen wir zum nächsten. Also erstmal ein bisschen entwickeln.
So, Glücksrad läuft. Zweite Rate ist startklar. Ich mache noch ein paar Entwicklungen in der Zwischenzeit. Bis die Gruppe bereit ist. Da sind ein paar ältere Männer mit dabei. Auf die muss man immer Rücksicht nehmen. Zu lange der Timer. Ja, das Problem ist, wenn du da drinnen zahlst, wird der Entwickler auch immer weiter umgesetzt. Du traust dich was. Ja, hab ich gelassen. So, und rein. Nicht jeden entwickelt. Ja, hab ich auch gemacht. Ja, die hier, nur 13 Minuten. Die sind wir da hin. Mein Gott. Das geht aber gar nicht. Hä? Ich stehe da hinten. Was? Oh mein Gott, verbrauch unsere Glückszeit nicht. Oh mein Gott, wenn wir rausgehen, dann. Okay. Hast du das erste gefangen eigentlich? Ja. Aber schlecht. So, bloß wenn der Effekt die Filme jetzt dann auch eine Reihe reinkuscht. So. Ja, aber das wird doch nicht geschafft. Das würde ich aber nicht mehr schaffen, da muss ich schon die Jahre. Obwohl du auch reinfahren könntest. Das ist ja die Blutgröße. Ja, ich hab die deine Kamera. So, schauen wir mal. Keine Bombe, schade. Auf geht's, schauen wir mal. Okay. Ich habe gesagt, ich habe gehört. Alter. Servus. Ciao. So, 8 Minuten entwickeln nur. Puh, richtig kalt. Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Ich habe 2 Rikus gemacht. Im Doppelpack mit Glücksei. Jetzt bin ich heim. Und. Puh, richtig kalt. Jetzt machen wir eins von diesen hier auf. Wer mir auf Instagram, Facebook oder Twitter folgt, bei Twitter habe ich das, glaube ich, noch nicht aufgemacht, weiß, dass ich die hier bekommen habe. Und. Noch ein paar Booster. Eins von denen werde ich jetzt aufmachen. Das hier, das sieht cool aus. Und das hier heute im Livestream. Schaut vorbei. Hab die Woche immer gestreamt. Ab 20 Uhr ungefähr. Dann machen wir das auf. Schau mal, was ich mit denen hier mache. Vielleicht verlose ich die. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber demnächst jetzt zu Weihnachten kommt auf jeden Fall eine Verlosung. Oder ein paar Verlosungen. Nicht nur von denen hier. Sondern auch von anderen Sachen. Also folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Aber erstmal danke an Get to the Games. Die haben mir das geschickt. Also ich kenne die schon länger. Ich habe früher zu Yu-Gi-Oh! Zeiten habe ich für die Artikel geschrieben sogar. Dementsprechend wollte ich auch mit denen zusammenarbeiten. Weil was Trading Cards angeht, gibt es so viele Händler da draußen. Ich selbst war Halbhändler. Und ihr wisst, die Trade Brothers, gute Kollegen von mir. Also es gibt so viel Konkurrenz und um da ein bisschen Vorteil und Werbung zu bekommen, kriegt man echt viele Angebote. Und ich habe auch sehr viele Angebote reinbekommen, aber wie gesagt, ich wollte jetzt mit denen was machen, weil ich die kenne, früher mit denen zusammengearbeitet habe und die echt gut sind. Link ist in der Beschreibung, checkt die ab. Falls ihr interessiert seid an Yu-Gi-Oh!, Pokémon, sogar Final Fantasy Karten gibt es jetzt und Magic natürlich, dann könnt ihr da vorbeischauen. Ansonsten machen wir das hier mal auf. Alola, Frostklar Themendeck. Vorsicht, Gefrierbrand. Ja, so kalt wie es momentan ist auf jeden Fall. Trotz seiner glutheißen Waffenbrüder bewahrt Alola Vulnona auch in der Hitze des Gefechts einen kühlen Kopf. Gegensätze ziehen sich an. Das Zusammenspiel von Feuer und Wasser-Pokémon ist die Attraktion.
Mit feurigiger Leidenschaft und eisigem Kalkül zieht das Themendeck frostklar alle Register. 60 Pokémon-Karten, eine Kartenliste, eine Münze, Spielunterlage, Code. Oh, viele Leute wollten den Code haben, um mit diesem Deck online zu spielen. Schauen wir mal, was wir mit dem Code machen. Also Code irgendwann am Ende des Videos wahrscheinlich. Der Erste, der es bekommt, bekommt es halt. Der erste Mal zuerst. Manche wollten auch, dass ich in den Streams mal das Kartenspiel zocke. Eule. Geile Münze. Also ich habe, ihr wisst, Yu-Gi-Oh! Gezockt, aber nie Pokémon gescheit. Und man kannte das Spiel natürlich. Man hatte Pokémon-Karten als Kind, aber nie. Hier ist der Code. Wie gesagt, am Ende des Videos. Mach mal hier ein bisschen Licht. So. Nochmal Dank an Gate to the Games. Sieht edel aus. Alles viel besser verpackt wie bei Yu-Gi-Oh! Okay. So, wieso sind die umgedreht? Sind die besonders oder was? 4 Wasserenergiekarten. Okay. Wie mache ich das am besten, dass ihr mich auch seht? Oder die Karten? Drehen wir uns mal um. Ich glaube so, dann könnt ihr alles sehen. Oder? Also ich hoffe es. Oh mein Gott, was ist das für eine Gen? Ich kenne gar kein Pokémon. Soda Cheetah. Alles klar. Alola Sandan. Oh mein Gott. Wasserenergie. Timerboard. Fluchtsaal. Feuerenergie. Sepa, den kenne ich. Tali. Ziehe 3 Karten. Saftig. Wieso Funk? Alter, was sind das für Monster, Mann? Maxi Malasada. Okay. Rettungstrage, okay. Alola Vulpix. Sodamak. Den habe ich schon mal gesehen. Grillmak. Okay, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Den nicht. Okay. Alola Vulnona. Ah, das ist derselbe wie der hier. Nur der hier ist Glitzer. Professor Kukui. Furnifras. Yo. Also sieht episch aus, aber ich denke mal nicht, dass der krass ist. Keine Entwicklung. Alola Sandama. Okay. Simon. Nochmal Tali. Sedra King. Alola Sandan. Timerball. Fleißiges Staffelholz. Tracy. Heile 50 Schadenspunkte bei jedem deiner Pokémon, an das mindestens ein Wasserenergie angelegt ist. Okay. Vulpix. Professor Kukui. Alola Sandama. Ja, das war's, glaube ich. Da kommen keine neuen. Oh, eine Weiterentwicklung. Grill Cheetah. Alles Gens, die ich noch gar nicht kenne. Knirfisch. Okay. Ja, gar nicht so viele unterschiedliche Pokémon drin. Also, die haben schon gut aufgebaut, das Deck. Das ist interessant. Schauen wir mal, ob ich mich mit dem Trading Card Game ein bisschen mehr beschäftigen werde. Vor allem jetzt, wenn ich noch mehr Sachen bekomme. Wie gesagt, das Feedback muss stimmen. Also Gewinnspiele demnächst natürlich auch nur, wenn die Partnerschaft weiter besteht. Sprich, wenn alles hier gut ankommt. Ansonsten natürlich nicht. Aber auf jeden Fall mal ein gutes Gefühl, Karten in der Hand zu halten. Wie damals halt. Ein bisschen mischen. Geiles Gefühl. Und jetzt das, worauf ihr gewartet habt. Der Code. Was soll ich ihn zeigen? Oder soll ich das heute im Livestream machen? Schaut heute im Livestream vorbei. Da werde ich beide Codes freigeben. Auf jeden Fall. Den behalte ich hier noch. Wir sehen uns heute um 8. Das war's von mir. Wenn wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Dann erfahrt ihr mal über solche Sachen. Aktionen, Gewinnspiele. Checkt meinen Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist hier das Business.